sie manchmal an, hat die eine Band total riesig viel Erfolg. Warum ist so eine Band wie, was weiß ich, Europe so groß geworden? Klar, wir haben geiles ausgeschrieben, Final Counter und so weiter und so fort. Auch Bon Jovi in den 80ern, riesige Sachen. Die Crown of Thorns haben genauso geile Hard Rock, Stadion Rock, Bühnen geschrieben, haben aber nicht so einen großen Durchbruch geschafft. Jean Louvois, der Bandleader, hat als Songwriter den Durchbruch geschafft, hat für viele andere auch geschrieben, war mal Bassist bei den Plasmatics, hat auch für Kiss große Songs in den 80ern geschrieben. Aber seine eigene Band Crown of Thorns hat nie so richtig den Atem bekommen. Das liegt daran, dass die geilsten Sachen, die Crown of Thorns gemacht haben, kamen Mitte der 90er. Und damals war Grunge ein ganz riesiges Thema. Und keiner wollte Musik von Musikern gespielt hören, die sich die Haare hochtopiert haben, bunte Klamotten.